Wenn Sie dieses Video sehen, dann ist es mal wieder soweit. Ich habe es wieder vorbereitet für den Fall der Fälle, der garantiert eintritt, dass YouTube mich zensiert hat, aufgezeichnet. Jetzt Ende Juli in der Bundespressekonferenz. Ich weiß nicht, wann Sie das sehen werden. Dann können Sie sehen, wie lange es YouTube ohne Zensur geschafft hat. In meinen Augen skandalös. Beim letzten Mal hat man mich wieder zensiert, hat mir 2 Wochen den Kanal abgestellt im Bundestagswahlkampf und danach kam ein Schreiben, ja, war ein Fehler. So viel zum Thema Meinungsfreiheit heute. Meine große Bitte, schauen Sie auf meine Kanäle auf Rumble. Schauen Sie auf meinen Kanal, jetzt bin ich schon im Plural, schauen Sie auf meinen Kanal auf Odyssey. Schauen Sie auf den Kanal, den die Unterstützer betreiben, reitschuster-de hier auf YouTube. Da werde ich weiter aktiv sein. Setzen Sie ein Zeichen, bitte. Hier ein Kommentar, ein Like, damit sich das verbreitet, damit es die Leute erfahren. Denn das Infame bei dieser YouTube-Zensur ist ja, ich kann das niemand mitteilen. Die denken dann, der Reitschuster macht sich einen faulen Lenz, der hat sich vielleicht hier einen Klappstuhl aufgestellt irgendwo hier im Pressehaus oder dergleichen, der will nicht mehr arbeiten. Nein, nein, nein. Ich bin wieder zensiert, wenn Sie dieses Video sehen. Dank Ihrer Hilfe, weil Sie mich unterstützen, werde ich auch versuchen, mich dieses Mal zu wehren. Ja, ich ärgere mich schon im Voraus, obwohl in dem Moment, wo ich das aufzeichne, das ja noch gar nicht passiert ist. Ich werde mich dieser Zensur nicht beugen, auf jeden Fall. Das hat in einer freiheitlich-pluralistischen Demokratie nichts zu verloren, diese Zensur. Vielen Dank fürs Zuschauen. Setzen Sie ein Zeichen, machen Sie mit, unterstützen Sie, verbreiten Sie dieses Video. Danke, ciao.